Also der Kragen ist mega eng. Hätte ich so einen Pullover als Kind. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Keine Ahnung, warum ich so grinsen muss, aber wahrscheinlich aus einem Grund. Es gibt wieder ein Unboxing. Seit wie lange, seit wann war das letzte Video, wo wir ordentlich was eingekauft haben? Black Friday. Ja, dementsprechend die Pakete von Farfetch liegen auch schon da. Es sind aber auch noch zwei andere Pakete da, die ich gefühlt seit einem Monat nicht ausgepackt habe. Keine Ahnung, nicht die passende Gelegenheit gefunden, die stehen da lange herum. Das werden wir heute alles unboxen. Wir haben bei Farfetch einen guten Deal gemacht, beziehungsweise eigentlich einen schlechten Deal gemacht, weil unser Guthaben hat nicht funktioniert und ich habe da einfach so von meinem Geld nochmal 1000 Euro reingebuttert. Aber umso mehr können wir später noch kaufen. Ich bin gespannt, was da alles drinnen ist. Ich weiß zum Teil nämlich gar nicht mehr, so wie immer. Wir werden das alles unboxen und uns gemeinsam ansehen, was da drinnen ist. Ansonsten gibt es keine Werbung. Ja? Ansonsten würde ich sagen, wir legen los. Wir quatschen nicht lange rum. Wir schauen uns direkt das erste Paket an. Ja? By the way, während ich das erste Paket vermutlich von Farfetch auspacke, und ich kann mir auch schon vorstellen, was da drin ist. Wir haben bei Elix bestellt, wir haben bei Root bestellt, wir haben bei, weiß ich nicht mehr was bestellt, MGMT, das ist eine Band, Bro, und ich habe noch ein Paket von Van Dutch bekommen und einen Hut von dem Künstler bestellt, der auch unseren M&M Bucket Hat gemacht hat, der da drüben liegt. Danke für die Komplimente für meinen Bart und meine Frisur, ist neu. So, wir schauen rein ins erste Paket. Und by the way, Freunde, am Mittwoch gibt es ein fettes Video, da verlose ich einen Nike Off-White Schuh im Wert von 1000 Euro an meine Community. Gemeinsam mit Social Swap. Das ist eine Crypto-Trading-Company, wo du nicht nur traden kannst, übrigens traden, immer mit Risiko. Ja, das ist ein sehr volatiler Markt, deswegen, man kann sehr viel Geld verdienen, man kann aber auch viel Geld verlieren. Ja, ich bin das beste Beispiel. Mit denen gemeinsam wird ein Schuh im Wert von 1000 Euro verlost. Alles, was ihr tun müsst, ist unten in der Infobox gleich den Link ansehen, draufklicken, die Schritte befolgen und unter allen, die da mitmachen, das werden jetzt nicht so viele sein, 250 Leute bekommen, die alle Schritte befolgen, gleich mal Geld geschenkt. Und unter diesen 250 Leute suche ich mir diese zwei Bewerber aus, die dann am Mittwoch schon in den Videos sind und gegeneinander antreten im Spiel um diesen 1000-Euro-Sneaker. Das heißt, die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass ihr in meinem Video seid und einen 1000-Euro-Sneaker gewinnt. Das heißt, wenn sich da jetzt 100 Leute anmelden, ist circa wahrscheinlich 50 bis 100 Leute werden sich anmelden, kriegen Geld geschenkt und können beim Video mitmachen. Also seid dabei, ich suche die Gewinner aus. So, genug geschwafelt. Das ist der Elix-Gürtel, Freunde. So sieht das ganze Ding aus. Keine Ahnung, ich habe nicht bestellt, dass es als Geschenk verpackt ist. Aber wurde so verpackt. Ich glaube, der wird ziemlich gut aussehen zur M&M Lederhose, die ich gerade trage. Und die Verpackung ist schon mal ziemlich, ziemlich nice, oder? Wenn ich da anziehe, kommt mir das Ding schon entgegen. Sehr, sehr fresh, finde ich. Nice, war die richtige Entscheidung. Wir haben uns im Stream den ausgesucht. Und wenn ich den jetzt so heraus... Ist schon sehr cool verpackt. Elix macht das schon ganz richtig. Das ist das Ding. Schmäler, als ich mir gedacht habe tatsächlich. Und so geht das mit der klassischen Elix-Schnalle auf. Okay, spannendes Ding. Den kriege ich ja dann nie durch. Die Schnalle ist schon ziemlich fett. Na komm erst. Na, hätte ich ihn da nicht eingefallen in den Scheißdreck. Aber ja, so sieht das aus mit der Schnalle. Kann man machen, ist in Ordnung. Der Elix-Gürtel, Freunde. Kann ich mir auch tatsächlich ganz gut zu einem Anzug vorstellen. Für den haben wir bezahlt. Scheiße. 300 Euro, 240 Euro. Schauen wir gleich zum nächsten Paket. Das ist das Paket von Van Dutch zugeschickt bekommen habe. Ich habe hierfür nichts bezahlt. Das heißt, großes Dankeschön an die. Das Paket liegt, wie gesagt, seit einem Monat herum. Ich habe noch nichts reingesehen. Die haben mir hier, kein Plan was, geschickt. Eine Haube in so einem Bordeaux-Rot. Das hätten die vermutlich angedacht für den Herbst. In der Zeit lag das Paket herum. Aber die Haube finde ich schon mal ganz fresh in diesem Rotton. Dazu eine Cap. Die ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Also sowas würde ich nicht wirklich aufsetzen. Aber ich habe sicher Kumpels, denen das gefällt. Dann noch hier so ein Classic Van Dutch Shirt. Gut gebügelt. Hinten nochmal fett Van Dutch für die Oldschool Vibes. In einem Large kann man so schlicht schon mal machen, denke ich. Und dazu noch so eine Jacke. Okay. Let's go. Auch in so einem Karo-Muster. Muss man halt richtig kombinieren, aber ich finde das Leder oder dieses vegane Leder schon ganz fresh. Ja, wenn man es gut kombiniert, kann ich mir schon vorstellen. Machen wir weiter mit Farfetch, Freunde. Was wird das sein? Wir haben noch zwei Strickhoodies bestellt und da unten ist noch eine ziemlich extravagante Cap.
So. Wie schwierig ist das schon wieder zum Auspacken? Keine Kooperation mit Farfetch, alles selbst bezahlt, by the way, gell? Diesmal. Also nicht geplant, aber. It is what it is. Geh, leck mich doch am Ohr. Was ist denn? Okay. Ah, das ist der grüne Pullover von NGSM. Das ist das erste Ding, das ich bei der Marke bestelle. Bezahlt haben wir für den 280 oder so. Und wie man jetzt schon am Print erkennt, relativ wildes Ding. Der Stoff ist gestört. Mir kommen ziemlich viele Fäden entgegen. Und ich habe das Ding einmal auf meinem Shirt. Verliert sehr, sehr viele Fäden. Aber absolut wildes Ding. Ich werde das Etikett jetzt mal noch da drinnen lassen und den Stricksweater mal anziehen und riskieren, dass mein Shirt danach komplett im Eimer ist. Aber ich möchte natürlich wissen, wie der fit ist. Wir haben hier eine L bestellt. Oh. Also der Kragen ist mega eng. Hätte ich so einen Pullover als Kind von meinen Eltern bekommen, hätte ich extrem gestreikt. Ja. Der kommt wieder zurück. Der Fit ist nicht sehr nice. Der Stoff ist mega unangenehm. Er kratzt und juckt innen. Ich will den schnell wieder ausziehen. Das war ein ziemlicher Fehlgriff. Ja, das Muster hat mir gefallen, aber der Fit, ja, ich könnte den keine 5 Minuten anhaben. Uah, boah, mir ist richtig unangenehm drin. Also vorne und hinten, was das Feeling angeht, richtig misslungen. Missraten und misslungen. Wie die zwei Misses, die wir kennengelernt haben, beim Philipp Plein Video, gell? Also das möchte ich gar nicht. Ja, hier mit dem Stitching ganz nett, aber das Feeling ist sowas von... Das Ding will ich schnell wieder loslernen. Das hat sich sowas von unangenehm angefühlt. Na gut. Wir machen weiter mit dem nächsten Paket. Gehen wir zur Kappe, bevor wir den Root Hoodie auspacken. Schauen wir uns nochmal die sehr extravagante Kappe an. Ihr könnt jetzt schon mal in den Kommentaren raten, was es für eine Kappe ist. Hat ähnliche Vibes wie von Dutch. Und ihr seid es auch schon gewohnt, dass ich mir Pieces von dieser Marke kaufe. By the way, wer es mitbekommen hat, Unknown hatte tatsächlich eine offizielle Kooperation mit dieser Marke. Nice. Kollabo meine ich, nicht Kooperation. So, da drin ist das Ding. Diesen Herrn kennt ihr schon. Das ist derjenige, der unsere Bucketheads Maß angefertigt hat. Und jetzt packen wir das Ding mal aus. Es ist eine... Freunde, wer kann schon erraten? Ja, wer sieht es jetzt schon? Schnell in die Kommentare schreiben. 5, 4, 3... Krank! Es ist eine Etihad Cap. Crazy. Wir haben oben natürlich diesen klassischen Etihad Knopf und er hat zusätzlich noch so Nieten reinmontiert und seinen klassischen Stacheldraht drauf gemacht. Also das ist ein extrem fettes Ding. Ich habe noch überall diese Fäden von diesem ekelhaften Hoodie. Okay, ich setze das. Oha. Freunde, was ist das für eine crazy Kappe? Also die ist ja mal ultra nice. Kann man gerne nochmal eine Nummer enger machen. Das ist ein crazy Ding. Nice! Ja, fühle ich. Fühle ich komplett. Hat kein Mensch. Das ist ein absolutes Unikat. Bezahlt habe ich dafür 60, 70, 80 Euro. Sowas um den Dreh. Also die fühle ich komplett. Die werde ich öfter aufhaben. Sehr nice. Großes Dankeschön geht raus an Sylis-SYLIS-101. Hat wirklich crazy Sachen. Schaut gerne mal vorbei. Top, top Ding. Sehr, sehr nice. Eins meiner Favorite Caps auf jeden Fall. Aber ja. Kommen wir zum allerletzten Piece. Und nochmal als letzte Erwähnung, Freunde, einfach nur Link folgen in der Infobox. Die Schritte begutachten, reinsteppen in das Crypto-Game mit Social Swap, auf jeden Fall keine schlechte Idee. Und unter allen, die sich beschenken lassen mit diesem Geldbetrag, den ihr in Kryptowährungen ausbezahlt bekommt, suche ich die zwei Bewerber für Mittwoch aus. Ja? Und die spielen dann gegeneinander in einem sehr nicen Game. Ja? Keine Sorge, es dauert nicht so lang wie... Sneaker festhalten. By the way, da kommen noch richtig krasse Sachen auf euch zu in diesem Monat. Treten gegeneinander an und wer es besser macht, beziehungsweise schneller macht, ich will noch nicht so viel spoilern, der kann gewinnen. Okay. Oder wird gewinnen. So, da ist das Ding. Vermutlich das beste Piece dieses Pickups, kann zumindest sein. Es ist, oh, und der fühlt sich gleich ganz anders an. Also wenn ich den berühre, dann fühlt sich das an wie im siebten Himmel. Der Stoff, ein Wahnsinn. Das Feeling gut. Das ist der Root Stricksweater. Etwas cropped dieses Ding. Der wird richtig, oh, der ist sogar sehr cropped. Also ich bin auf den Fit gespannt. Ich hoffe, der passt. Wie gesagt, so um die 700 oder 600 Euro. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Vielleicht haben wir nochmal ein bisschen was gespart mit 500 Euro. I don't know. Haben wir für den bezahlt. Und wir schauen uns gleich mal das Fitting an. Ja, anfühlen tut er sich schon mal gut. Und so, oh, Fit ist Bombe. Wie gesagt, etwas cropped. Ich gebe mal die Kamera nach unten, damit ihr es besser seht. Aber Fit ist nice. Auch gut. Relativ breit durch das cropped Ding kommt er sehr, sehr breit.
Fühlt sich unfassbar angenehm an. Wenn man hier vielleicht noch das Shirt etwas kürzer hält und den Crop trägt mit der Lederhose oder einer weißen Hose, cremeweiß vielleicht dazu, kommt schon sehr nice. Da nochmal das Root Stitching und angenehm as fuck. Also es fühlt sich einfach richtig wohl an mit dem Ding. Sehr, sehr geil. Nochmal Schultern zucken, damit sich einige in den Kommentaren beschweren können, wenn ich das mache. Sehr, sehr cool. Auch im Sitzen kommt er ganz cool. Aber ich würde kein schwarzes Shirt drunter anziehen. Das ist mein favorite Ding aus diesen Pickups. Ich kann mir den an Weihnachten gut vorstellen. Da werden wir safe noch einen guten Fit damit zaubern. Wie gesagt, Max O bei mir auf Instagram. Schaut vielleicht mal bei. Checkt die Fits ab. Da kommt jetzt wieder mehr. Ja, nachdem sehr viel MR-Werbung gekommen ist, ist jetzt wieder Zeit für andere Dinge. Also schaut auf jeden Fall rein. Freunde, das war's von dem Pickups. Schaut den ersten Link in der Infobox. Schaut da rein, seid da dabei und gewinnt den Sneaker. Und lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, welches Piece euch am besten gefällt. Ja, das ist natürlich auch die Frage. Ja, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und Mittwoch gibt es ein spannendes Video. Ihr habt, wie gesagt, die Möglichkeit, bei diesem Video dabei zu sein und was zu gewinnen. Ansonsten, wenn ihr nur zuschauen wollt, lasst euch überraschen, es wird richtig, richtig fett. Ich freue mich schon sehr auf das Video, wollte ich schon lange drehen, jetzt habe ich die Möglichkeit. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir, euer Maximilian.